Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir haben viele harte Dollars verdient und Tiere aufziehen. Wuhu! Und das ist unser neuer Hühnerstall, den werden wir uns gleich ansehen, aber erstmal gehen wir runter zur Marina. Wir haben Donnerstag. Ich glaube, da ist ihm wieder mal nicht da, aber wir gucken erstmal. Weil dann wird jetzt erstmal krass ein Hühnchen geshoppt. Ein Eichhorn, ein Eichhorn! Süß! So. Sie ist da! Tierbedarf, Tier kaufen. Ein Hühnchen. Ein Hühnchen hier rein. Und wir nennen es... Das ist leider so ein kleines Feld, sonst hätte ich ihn einfach Garg, den Zerstörer, genannt. Garg. Zerstörer. Oh, Garg, der Zerstörer, passt. Sehr gut. Sehr schön. Ich sende dir kleine... Ich sende die kleine Garg, der Zerstörer, sofort zu ihnen nach Hause. Umgehend, wenn ich bitten darf. Oh, das... Oh. Wie viel hat das jetzt gekostet? 800 für einen Huhn. Das ist ja voll günstig. Dann nehmen wir sofort noch eins. Das ist jetzt... Federflausch, die Prinzessin. Nein. Die Pickschlampe. Nein. Das dumme Huhn. Nein. Nugget. Nein. Nugget kann ich sie nicht nennen, weil sie vorher so eins von ihren genannt hat. Oder Gronkh. Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden. Georgine. Die Gute. Georgine die Gute. Finde ich gut. Sehr gut. Georgine die Gute wird zu mir nach Hause gesendet. Feine Sache. Dann muss ich mir noch so ein Lager hier bauen. Dafür brauche ich noch Moos und Schlamm und Schlamm und Moos. Und Upgrade wollen wir uns holen. Und eine Sichel brauche ich jetzt, um Heu zu schlagen. Ja, jetzt ist wieder einiges los hier in Stardew Valley. Freunde, Spannung, Spannung. Es ist kaum noch zu halten. Wahnsinn, Wahnsinn. Zack. Gucken wir mal nach unseren Hühnchen. Ich brauche Heu. Hallo, Heu. Lehm brauchen wir dann nachher. Irgendwie erscheint da gerade kein Heu. Dann lassen wir das erstmal. Bevor ich hier alles umsonst zerre und abschlage. Gucke jetzt mal ganz kurz nach dem Heulager, wie viel das kostet. Und dann gehen wir runter zum Kind. Und upgraden etwas. Ich schwanke noch zwischen Axt und Gießkanne. Weil das Gießen nimmt uns echt viel Zeit in Anspruch und viel Energie. Und doch. Ein Stall. Da. 10 Lehm, 100 Stein, 5 Kupfer, 100 Gold. Das ist gar nicht so viel. Für ein Silo. Finde ich gut. Dann nehmen wir das als nächstes in Angriff. Ups. Machen wir mal fix zur Georgette, weil der mag ja die Blümchen. Und dann geht's weiter zum Clint. Na, kleiner Muskelprotz. Okay, Eug, atme einmal bitte tief für mich ein. Dreh dich um, bitte.
Georg, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Ich weiß selber, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du dich denn, mir hier irgendwelche Vorschriften zu machen? Ich bin dein Arzt, Georg. So ist es nun mal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh. Tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von diesem jungen Mann. Nun gut. Felix Furrer, was denkst du, was Georg tun sollte? Georg sollte Dr. Harveys Rat folgen. Georg weiß selbst, was am besten für ihn ist. Danke, Felix Furrer. Siehst du, Georg, ich versuche nur, dir zu helfen. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Felix Furrer. Ich weiß das zu schätzen. So, hier, Narzisse. Danke. Haben wir noch eine Narzisse verschenkt? Ich bin übrigens sehr gespannt, ob aus meinen Küken dann auch wirklich Papageien werden, weil ich habe das so eingestellt, dass ich keine Hühnerfarm habe, sondern eine Papageienfarm. Es wäre sehr schade, wenn es nicht funktioniert. So, Clint. Werkzeug verbessern. Oh, jetzt ist die Frage, Axt? Oder Kanne? Axt oder Kanne? Axt oder Kanne? Axt oder Kanne? Ach Leute, gebt mir einen Ratschlag. Axt oder Kanne? Benötigt 5-mal Barren. Danke. Ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Das heißt, ich kann jetzt keine Kanne mehr benutzen. Naja. Und ich arbeite noch an dem Werkzeug, Kupferkanne, wird heute nicht fertig. Ja, ich wollte eigentlich auch noch was bei dir kaufen, aber gut, wenn du so beschäftigt bist. Oh, ich hätte mal gucken können, was Clint gefällt. Ich glaube, alle Mineralien oder so? Ach, keine Ahnung. So, Narzisse, eine, gebe ich für Georg auf. Oh, wir müssen Harvey noch seinen täglichen Kaffee besorgen. Nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen. Klack. Und ich nehme mir mal noch einen Salat mit. Falls mal wieder die Energie knapp wird. Apropos, so wie es aussieht, könnten wir eigentlich dann nochmal einen Abstecher in die Mine machen. Ich hatte in der letzten Nacht in der Kneipe eine Karamellbier zu viel. Geh besser. Ach so, ich will da auch rein. Warum komme ich denn da jetzt nicht rein? Nein! Ich bin zuerst dran. Ja, sorry. Hast du Pech gehabt? Bitteschön. Kaffee trinken? Nee, da ist ein Geschenk. Kaffee trinken? Nein! Nein! Das ist so nervig. Ernährung ist wichtig, also pass auf, dass du dich gut darum kümmerst. Versuch ein wenig mehr Gemüse zu essen. Wie viel ich jeden Tag trinke, was für eine Frage soll das denn sein? Selbstgemachte Mahlzeiten sind am besten. Kochst du? Wie viel ich am Tag trinke, was soll das denn? Leute, ihr seid seltsam. Ihr seid beide sehr seltsam. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Dankeschön. Also, ich würde ja sagen, es wird langsam, aber es dauert wohl noch ein Stück. So, jetzt haben wir es auch schon wieder 14 Uhr. Auf zur Mine, es ist Meantime, auf zur Mine. Klack. Raub, raub. Das schmeckt gut in meinem Bauch. Yam, yam, yam. Köstlich, köstlich.
So muss das Leben sein. So. Ach ja, alles schwer. Haben wir irgendwas in den Verkauf getan? Ich glaube nicht, war jetzt erstmal nichts reif. Aber versuchen wir mal auf Ebene 20 zu kommen. Nimm dies, Blobs. Oh, wir sollten ja noch den Abenteurerclub beitreten. Das habe ich ganz vergessen. Schnell. Nur für echte Abenteurer. Schnell. Hallo. Erhöht Zurückstoßen um 10. Erhöht Waffengenauigkeit um 10. Verteidigung. Holzschwert 7. Ein gewöhnlicher Dolch. Ein Holzschwert. Stufe 1. Für ein geschnitztes Stück Holz nicht schlecht. Und was kann meiner? Ups. Hab ich auch so sinn verkauft. Na du? Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Okay. Ziel für dir. Monsterjagd hilft uns das Teil. 1000 Schleims. Oh. Ich glaube, mein Spiel ist hängen geblieben. Das ist so ungünstig. Ja, mein Spiel ist hängen geblieben. Moment, hier läuft gerade eben noch was ab. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Wir haben schon 15.40 Uhr. Oh, ich will jetzt nicht nochmal das alles machen. Komm schon. Ja gut, dann machen wir jetzt erstmal ein ganz kurzes Päuschen. Bis später. Ciao. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder zu neuen Schandtaten bereit. Ein bisschen was habe ich noch geändert. Noch ein paar Leuten Stuff gegeben, Hühner noch eins mehr gekauft und Schwert ausgetauscht. Jetzt können wir endlich weiterspielen. Ist das nicht furios? Zack, zack, zack. So, wir brauchen einen Weg nach unten, liebe Freunde. Und da ist er auch schon. Oh, manchmal geht's auch schnell. Da ist der nächste Weg nach unten. Sehr gut. Quarze müssen wir sammeln, weil die Evelyn heißt sie, glaube ich, und der Sebastian, die mögen Quarze. Und wer wäre ich denn, wenn ich so etwas ignorieren würde? Ein Schuft? Naja, ich bin mir nicht sicher. Schöne Musik. Schwert habe ich auch ausgetauscht, habe ich ja schon beim letzten Mal gemacht, bevor das Spiel hängen geblieben ist. Zock. Hey. Sehr schön. Da war jetzt nichts drin. So, das ist schön. Nimm dies. Ups, nimm jenes. Ups. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Da geht's nach unten. Ups, da geht's nach unten. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn es da auch noch nach unten gegangen wäre. Und Eisenerz müssen wir schürfen. Obwohl, ich glaube, schürfen heißt es eigentlich nur. Upp. Moment, das merke ich mir. Nee. Schürfen heißt es, glaube ich, nur, wenn du es aus einem Fluss rausholst. Oh, ein Geschenk für mich, Geschenk für mich, ein Geschenk für mich, das brauche ich nicht. Was? Doch, natürlich brauche ich das. Klack. Ein Stahlschwert. Gedöns. Cool. Dann kann das Holzschwert ja eigentlich schon wieder weg. Oh, wie ich diese Nervviecher hasse, ey. So, Gießkanne habe ich auch wieder zu Clint geschafft. Oh, ein Pilz, ein Pilz.
Nee, ich brauch den Pilz, der soll ins Bundle. Na komm. Komm, Parasex, stirb. Geht doch. Ich glaube, es lohnt sich schon, die zu essen. Ja, ja, ich möchte dich verputzen. Und jetzt haben wir einen großen Pilz bei. Nochmal Quarz. Ach, den Quarz schnappe ich mir fix. Haben wir das auch? Da geht's auch wieder nach unten. Aber erstmal will ich das Erz hier hinten. Kupfererz. Kupfererz, komm zu mir! Noch mehr Erz. Meins, 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 meins. Und noch ein Pilz. Auch meins. Oh, noch mehr Kupfererz. Meins, meins, meins. Ich glaube, das nimmt mir auch keiner weg, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Jui. So, oh Gott, ich brauche echt so viel. Ich muss ja alles upgraden. Und nach erst kommt ja noch das Metallzeug. Oh je. Okay. Okay, und runter. Oh, nächste Tür. 25. Cool. Warum ist das denn hier nur so rar gesät? So, da ich 1000 von euch zerstören soll, mache ich mal hier ans Werk. Zack. 23, 10. Och, Stündchen machen wir noch. Okay, oh. Schön, wieder ein bisschen Kupfererz für mich. Oh, ja, ja, ja. Bum, 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 bum. Okay. Eine Geode. Ach, wundervoll. Ich mag Geoden. Immer eine reizvolle Alternative. Oh, richtig. Wir müssen ja noch zu Booster, wo mal ein paar Sachen hier abgeben. Ich glaube, das Fleisch brauche ich... Nee, das Schleimzeug brauche ich nicht unbedingt. Okay, wir müssen... Es nützt da alles nichts. Money. Und hinauf. Mine verlassen. So, wir haben noch eine Stunde. Ja, gut, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ich habe es nochmal kurz überlegt gehabt. Ach so, richtig. Unser Dings war noch da. Und hat uns hier, also der Typ von Robin, und hat uns hier in die Höhle Brutkästen eingesetzt, wo Pilze drin wachsen. Cool, oder? Ich begrüße das. So, ablegen. Nee, das ist Saat. Felsen, Geode. Nee, Fleisch kommt woanders hin. Das. Das. Und das. Und das. Sehr gut.
Fehlen noch 5 fürs nächste Upgrade. Perfekt. Und wir haben neu Herstellrezept, die Treppe. Der 26. noch 2 Tage Frühling. So, und an der Stelle machen wir jetzt, obwohl wir lesen mal noch kurz Post. Grüße Felix Ferro, es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der aufgepasst Kolumne des Sternentaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr begeistert. Sternumschau. Danke. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne, sonnige Woche. Macht's gut. Passt auf euch auf. Gönnt euch auch mal was Gutes. Und wir sehen uns. Ciao.